So, 1-1. Ja, das sieht doch gut aus, du. Hallo? Ja, das läuft auf jeden Fall über das Mikrofon hier, deswegen. Das Doofe ist, dass das halt nicht ganz geladen war. So, also, Hauptsache, ja, ist ja jetzt egal. Hauptsache, es läuft jetzt, ne? Nee, sehr schön. Gehen, ne? Ja. Ja, genau, jetzt recordet es auch. Wir haben noch 29 Stunden Zeit. Kriegen wir das hin? Nein, alles gut, wunderbar. Moin, Nikita. Ich fang gleich an. Hallo, Thomas. Nikita Terjoshin, ne, so ist es richtig, oder? Ja, das passt auf jeden Fall. Das passt. Du kennst wahrscheinlich jede Variante von deinem Namen, ne? Wir haben uns, das ist eine lustige Geschichte, ich war ja, hatte ja gerade den Podcast mit dem Sebastian Ganzriegler veröffentlicht, weil der Grund war, ich war bei dir beim Artist Talk in Wien dabei. Also ich habe da cool. Im Publikum gesessen, da keine Ahnung, wo da 30, 40 Leute gesessen haben und du Rede und Antwort gestanden hast und ich das Gespräch so spannend fand, dass ich sofort ihn eingeladen habe und parallel gleichzeitig eine Einladung an dich rausgeschickt habe. Und du hast auch geantwortet und heute haben wir den Termin. Also wir haben so eine kleine Reihe vom Sebastian über seinen Auslöser und seinen Softcover-Laden. Jetzt kommst du dran und danach, das würde dich auch interessieren, also nach diesem Podcast kommt der Wolfgang Zurborn, den kennst du doch auch. Ach super, ja, ich bin gespannt. Also dann weiß ich ja, was ich nächstes Mal im Auto anmachen werde. Wobei, genau. Also mich selbst würde ich mir jetzt nicht anhören, aber den Wolfgang, den Sebastian auf jeden Fall. Wie ist da die Verbindung? Hast du da schon irgendwie, was du jetzt schon verkünden kannst, was ich ihn fragen kann? Weil die Aufnahme ist am nächsten Donnerstag. Hast du da schon irgendwas? Off the record jetzt quasi. Ja, ich habe ja bei ihm studiert, beziehungsweise ist, also ich habe ja 2008 erst in Essen angefangen, Fotografie zu studieren, an der Volkwang und bin dann aber ein Jahr später an die FH Dortmund gewechselt, weil ich eh in Dortmund schon gewohnt hatte eigentlich die ganze Zeit und irgendwie war die Volkwang mir da ein bisschen zu elitär und ja, tatsächlich. Also da war die Ansage auch, so, ihr seid die Besten der Besten. Und ach so. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt, also jetzt auch nicht, aber irgendwie, ja, ich habe, dazu muss ich sagen, hatte ich noch damals in einer Reggae-Band gespielt, hatte Dreads bis zu den Kniekehlen und hatte auch noch andere Sachen zu tun neben der Fotografie und also, bin vielleicht auch einfach nicht mitgekommen irgendwann. Im zweiten Semester also, war schon für mich so gefühlt der Schluss. Und da ich an beiden Schulen... Da ich an beiden Schulen gleichzeitig aufgenommen wurde, dachte ich, ach, wozu soll ich denn überhaupt nach Essen die ganze Zeit pendeln, wenn ich das auch quasi 10 Minuten von der Haustür haben kann. Ja, das ist die eine Geschichte. Genau, du hast dich nicht als den Besten der Besten gefühlt. Nee, oder also waren die nicht gut genug? Ja, die meisten kamen eher so von direkt vom Gymnasium und die Studiengänge waren auch kombiniert in den ersten Semestern. Das heißt Grafikdesign und Objektdesign und Fotografie und irgendwie kam ich mir immer vor, als ob ich gar nichts machen würde und die anderen die ganze Zeit so ein bisschen so strebermäßig unterwegs sind und ich war eher ganz entspannt und das konnte ich an der FH Dortmund dann ganz gut ausleben bis 2017. Ja. Sehr schön. So, nicht jeder kennt jetzt Nikita. Kannst du mal so im Parforce-Ritt mal deine Geschichte ganz kurz, du bist ja nicht in Deutschland geboren, sondern in St. Petersburg. Erzähl mal so ganz kurz, bis wir sozusagen im Jetzt mal eben ankommen. Ja, genau. Also ich bin in St. Petersburg geboren und dann mit meinen Eltern vor 24 Jahren nach Deutschland gekommen und mein Vater hat beim Fernsehen gearbeitet als Bühnenbildner und dann in Deutschland später gemalt,
also Bilder gemalt und deswegen bin ich halt okay. In diesem in so einer Art halb Wohnung und halb Werkstatt aufgewachsen und eigentlich mir vorgenommen, jetzt nichts in die Richtung zu machen. Ach so. Weil es jetzt auch nicht unbedingt super lief. Oder beziehungsweise meine, ich glaube, meine Mutter und meine Oma wollten da eher, dass ich was Vernünftiges mache. So. Aber jedenfalls, die ersten Fotos, die ich gemacht hatte, waren dann quasi die Produktion von seinen Bildern, die wir dann versucht hatten, im Internet zu verkaufen. Ach so, das lief, okay. Es lief tatsächlich auch eine Weile ganz gut, aber irgendwann war der Markt auch überfüllt und ja, aber so bin ich quasi auch zur Fotografie gekommen, könnte man sagen. Okay. Und aber das Schöne war auch, dass er mich, als ich quasi mit der Schule so ein bisschen fertig war oder kurz davor mit dem Abi und es nichts oder nicht wirklich so Fächer gab, wo ich jetzt total gut war oder super begeistert von. Dann hatte ich mir vorgenommen, irgendwas zu machen, was man nicht in der Schule hatte. Und ich glaube, in der Abi-Zeitung hatte ich damals angegeben, bei den Zukunftsplänen Hartz IV und Schwarzarbeit. Also ich habe mir da bist jetzt... Bist ja nah dran. Ja, ich hab von Anfang an gedacht, okay, es ist jetzt nicht vermutlich zum Geld verdienen, sondern einfach irgendwie was Schönes machen können, im besten Fall. Okay. Ja. Und genau, als ich dann auch an die FH Dortmund gegangen bin, um mir mal zu gucken, was die, ich glaube bei so einer Abschlussausstellung, dann haben mir die Leute schon gesagt, dass man hier jetzt kein Geld verdienen wird mit. Oh. Aber irgendwie war das da auch erleichternd, weil dann hat man eh nichts mehr zu verlieren. Und ne, genau, aber mein Vater hat mich dann auch so supportet und wobei dazu muss man auch sagen, dass ich glaube, meine Eltern wollten auch eher, dass ich an die Folkwang gehe, da, weil das ja eine Uni ist und da könnte man dann danach auch theoretisch noch selbst irgendwie Kunstlehrer werden. Also quasi hat man noch so die letzte Sicherheit. Aber okay. Die habe ich dann auch quasi verspielt mit dem Wechsel. Ja. Aber trotzdem ist ja was aus dir geworden. Also ich finde es ja, irgendwie bist du dann durch viele Zufälle dann doch bei der Fotografie geblieben. Oder waren das so Projekte während des Studiums? Ne? Hast du gesagt, das kommen, da wird ja meistens irgendwelche Serien oder werden ja Aufgaben gestellt, die dann besprochen werden, hinterfragt und Stilrichtungen werden erprobt. Also wie war denn da so deine Anfänge, wo du gemerkt hast, ach, das macht aber Spaß oder da bin ich jetzt auf dem Weg oder da habe ich schon erste Erfolge erzielt? Ist das ja, da ich glaube tatsächlich, als ich dann Ende 2010, ich benenne es mal so, aus der Reggae-Band ausgestiegen bin, da hatte ich auch so ein bisschen ernsthaft angefangen, mich auch mit der Fotografie zu beschäftigen, um einfach diese Zeit auch zu füllen. Bin dann zum Beispiel öfters irgendwie morgens um 5 oder 4 aufgestanden und ich hatte mir so eine Tasche gebastelt, in der dann die Kamera war mit so einem Weitwinkelobjektiv und Fernauslöser hatte ich in der Tasche und bin dann mit der U-Bahn bei uns gefahren und auch so am Bahnhof und wollte irgendwie fotografieren, wie Menschen zur Arbeit fahren, weil ich das irgendwie total schlimm fand, ne, dass man irgendwie wie in so einem Hamsterrad dann dazu verdammt ist. Ich kannte das ja sonst nur immer, wenn ich quasi aus dem Club kam oder irgendwie irgendwo Bier getrunken hatten bis morgens. Und dann da hatte ich halt immer diese Leute gesehen, ne, die dann zur Arbeit fahren und mit versteinerten Mienen. Und dann genau, hatte ich, das war zum Beispiel so eine Arbeit, die ich, dadurch hatte ich nämlich auch einen Obdachlosen kennengelernt, den ich auch noch begleitet hatte ein paar Tage lang und das waren alles sehr irgendwie spannende Geschichten, die, und genau, ich hatte auch so ein bisschen Street Art versucht zu machen, weil ich damals irgendwie Banksy ganz gut fand und da kam ja dieser Banksy-Film, glaube ich, ganz frisch raus und da hatte ich
so eine Aktion Gaffer-Guerilla ins Leben gerufen, okay, wo ich dann wahrscheinlich auch nachts Werbeplakate überklebt hatte mit so einem schwarzen Gaffer-Tape. Also quasi eigentlich nur die Augen der Models und so ein bisschen was gegen die Werbung zu machen, ja. Und tatsächlich dieser Aspekt, so diese Anonymisierung kommt ja in meiner Arbeit dann immer noch ab und zu oder öfters mal vor, was ich dann erst letztens selbst feststellen musste. Also sind da schon so die Anfänge entstanden, sagst, okay, jetzt verfremde ich mal Motive. Ne? Also du hast ja sozusagen andere Motive erkannt, also die Werbung. Ne? Also man kann ja sagen, Werbung ist eine gute Sache, es weist auf Sachen hin, aber Werbung hat natürlich auch ganz andere Aspekte, ne? Dass sie überhaupt produziert wird, damit Sachen verkauft werden, die im Überfluss wahrscheinlich gar nicht notwendig wären. Ne? Hast du dann so gesagt, okay, mache ich jetzt mal meine Sicht der Dinge, ne, dass da, aber einerseits wird dadurch noch mehr Aufmerksamkeit erzielt, ne? War das dann deine Absicht? Ich meine, wenn da so ein schwarzer Streifen ist, dann guckt man ja noch eher hin, weil es was verfremdet ist. Ja, aber man fragt sich dann, ob die Werbung überhaupt dann noch so funktioniert, wie die Leute es vorhatten oder die Macher, ne? Ja, ich war ja irgendwie auch Fan von, wie heißen die, Adbusters, glaube ich, damals und das war so irgendwie die Idee, die ich im Endeffekt hatte und ich glaube, eine andere Idee war noch, weil ich hatte nämlich auch mit dem Tabak aufgehört und ich glaube auch mit Alkohol damals und war ein bisschen aus so einem, noch nicht mal so, weil es so die Gesundheit ist, sondern dachte so, das sind doch alles Dinge, die uns versuchen irgendwie die quasi dazu da sind, dass man nicht mehr klar denken kann und aber gleichzeitig dieses Arbeitsleben überstehen kann. Und da hatte ich typischerweise aus diesen Postaufklebern dann so Bierflaschen und Kippen so gezeichnet selbst und in der U-Bahn bei uns an die, da hing so immer so Uhren von oben und an einer der Uhren hatte ich erst quasi im Uhrzeigersinn erst Kippen hingeklebt und dann Kippen und Bier, dass quasi so der Tag abläuft und man mit diesen quasi Alltagsdrogen klein gehalten werden sollen, ne, aber. Ja. Da gibt es ja auch ganz viele, ne? Fressen, Saufen, Fernsehen oder sowas, ne? Gibt's ja total. Das ist der Arbeitskreislauf. Das kommt auch so ein bisschen ist, ne? aus. Ich hatte auch Reggae, wie gesagt, viel gehört und da gibt es ja auch dieses immer Resistance gegen the System und Babylon System und so weiter. Ja. Und das war schon, glaube ich, für so ein wichtiges Anliegen für mich. Also im Endeffekt, heutzutage ist es ja auch noch zu einem Teil auf jeden Fall geblieben, ne, dass man versucht, so die, oder ich versuche schon, so die Mächtigen jetzt fortzuführen, will ich jetzt nicht sagen, aber so Sachen auf Dinge vielleicht mal aufzuzeigen oder irgendwelche Systeme, ne, und da sind wir wieder beim Babylon System. So eine eigene alternative Sicht nochmal fotografisch zu zeigen. Genau. Und dann hast du, glaube ich, mit Kühen angefangen, ne? Oder wie war das, diese hornloses Erbe? Oder wie ist das nochmal? Das macht Sinn. Ich hatte auch, glaube ich, ein paar Jahre auf jeden Fall analog fotografiert und Mamiya 7. Aber nachdem ich ein Praktikum beim Weiß Magazine gemacht hatte und es natürlich nicht bezahlt war in Berlin, musste ich, glaube ich, mein ganzes Equipment verkaufen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und habe dann auch, musste ziemlich schnell irgendwie Arbeit suchen selbst. Und dann war ich selbst einer dieser Menschen, die mit versteinerten Mienen mit dem Zug fahren. Oh Gott. Und Gott hat mich hat mich richtig bestraft für meine Vergehen davor und deswegen musste ich nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, früh morgens in Dortmund was machen, sondern ich bin dann quasi von Dortmund nach hinter Düsseldorf immer gependelt, weil da so ein Fotostudio war und da hatten wir Klamotten für P&C, also so für so einen Online-Shop von einem größeren
super. Laden fotografiert. Super und bezahlt und super kreativ, ne? Genau. Und ich musste dann irgendwie 17:45, glaube ich, aufstehen. Nee, davor noch. Naja, auf jeden Fall bin ich so gefühlt um 6 dann losgefahren und war um 8 abends zu Hause. Und ich glaube, die Idee war auch ein bisschen, dass ich überhaupt mir irgendwie Equipment kaufen konnte, zum Beispiel die Kühe auch zu fotografieren. Ja. Hast du das denn immer gemacht? Oder ist das da entstanden, dass du, ich weiß gar nicht, wie du arbeitest. Oder nennen wir es nicht Arbeit, es ist ja einfach eine kreative Ausdrucksform, dass du, ich meine, hast ja jetzt mittlerweile, bist ja einigermaßen etabliert, wirst gebucht von allen namhaften Magazinen, die es da gibt. Und ist es so, dass, wie hast du dich da entwickelt? Also ich weiß gar nicht, wie sich ein Freelancer-Fotograf, wie du sozusagen dein Alter hast, wie siehst du die Welt in Klammern durch die Kamera, bist du immer quasi auf der Suche oder nach Motiven oder sind es die Auftraggeber, die dich so ein bisschen steuern? So, fangen wir da jetzt an? Hol ruhig aus, du bist ja so vielfältig. Ja, also das mit den Kühen und mit dem, oder fangen wir beim Steuern an. Also ich glaube schon, dass ich bekomme ja aus, so kann man sagen, aus der Street Photography und neben diesen Geschichten in der U-Bahn habe ich natürlich auch Street gemacht, dann auch vielleicht jetzt nicht so ausgiebig, wie man es hätte vielleicht noch machen können, aber irgendwie diesen Ansatz habe ich schon so verinnerlicht irgendwann, dass ich nicht inszenieren möchte oder irgendwas in der Welt dirigieren möchte oder so, sondern schon Dinge sehen will und zeigen. Und das lässt dich natürlich nicht wirklich los, also das heißt im Alltag, wenn ich was sehe, dann, naja, heutzutage mache ich dann eher vielleicht noch mit dem Handy ein Bild und poste es oder so, wenn es eine Kleinigkeit ist, aber ich glaube, es ist auch, also bewusst habe ich dann auch nicht die ganze Zeit irgendwie eine Kamera dabei, weil ich noch auch irgendwie einen normalen Alltag einigermaßen haben möchte und verbinde aber dann die Arbeit mit den Themen, also die ich dann, also zum Beispiel, wenn ich dann bewusst irgendwo hinfahre, auf eine Veranstaltung oder an einen Ort, ne, und dann bin ich in dem Modus und so, die Arbeitgeber, also die, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gesteuert werde, ich glaube, das mit dem Blitzen, was auch ich bei den Kühen vor allen Dingen benutzt hatte und fand, dass es irgendwie gut passt. Da bin ich schon in dem Sinne vielleicht gesteuert worden, dass ich irgendwann für den Blitz auch gebucht worden bin und wahrscheinlich viel mehr geblitzt hatte, als ich jetzt vielleicht von mir aus es getan hätte und irgendwann quasi schon von alleine dann davon ausgehe, okay, dann blitze ich halt, wenn ich schon gefragt werde. Und find ich es ja jetzt auch nicht schlimm oder so. Bei manchen Geschichten denke ich mir, ja, ich probiere vielleicht was anderes auch mal aus. Aber ja, also ich bin dann schon in diese Blitzschiene reingerutscht. Aber irgendwie ist es ja auch für mich dann immer irgendwie so auch so ein Ausbruch aus dem Alltag. Weil ich an, sage ich mal, recht tristen, grauen Orten aufgewachsen bin. Also sowohl St. Petersburg ist auch eine sehr graue Stadt, auf Sümpfen gebaut. Und naja, wenn man die vielleicht ein paar Bilder so im Kopf hat, ist es ja eher etwas Prunkvolles, ne, in der Altstadt quasi oder in dieser Innenstadt. Aber in den normalen Bezirken hast du natürlich auch so graue Platten und das Klima ist halt auch sehr menschenfeindlich eigentlich da. Okay. Und in Dortmund ist das Klima ein bisschen besser, aber es ist nicht unbedingt schöner. Also deswegen finde ich, irgendwie fand ich dann so diese Blitzfotografie, das war wie so ein Märchen, ne? Wie so ein Zauber, weil die Farben auf einmal alles bunt wird und selbst wenn du irgendeine
Ecke und schöne fotografierst, die auch eigentlich grau ist, dann kommen trotzdem irgendwelche Farben hoch. Und ja, vielleicht hat es auch damit was zu tun. Ja, aber trotzdem, wenn du jetzt einmal die Technik ansprichst und du, ich glaube, du hast ja wirklich kleines Besteck dabei, ne? Deine relativ kleine Kamera und den Blitz da irgendwo in der Hand, ne? Das ist ja so eine zweiarmige Geschichte. Aber wenn man blitzt, hat man ja immer noch die dunklen Ecken, also die Schatten, ne? Die man da, ne? Ist das auch noch so ein Stilmittel, wo du sagst, Mensch, das macht das Bild so besonders? Es ist ja eine ganz andere Wahrnehmung, also das Bild, was man dann sieht, als wenn man so normal drauf guckt, ne? Sondern ein Blitz erzeugt immer ein anderes, also ein fremdhafteres Bild, ne? Weil ja, den Videos einsetzt, ne? Du kannst ja auch wie Bruce Gilden so voll in die Fresse, aber das ist, glaube ich, nicht so dein Stil, ne? Sondern du siehst was, nutzt den Blitz als zusätzliches Element und ja, möchtest da, ja, was. Ja, meistens, ja. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann stelle ich den Blitz auch manchmal an die Seite und dann kriegen die Schatten schon so ein Eigenleben. Oder also. Ja, das mit den Schatten ist, glaube ich, auch schon wichtiger Teil fast schon in der Arbeit, weil es passt, also zumindest bei manchen Themen, wie auch Parteitage oder diese Messen, weiß ich nicht, globaler Waffenhandel, da passt es ja vielleicht auch ganz gut mit den Schatten. Das ist vielleicht auch eine Frage der Logistik, ne? Ob habe ich jetzt irgendwie Platz und Möglichkeit, überhaupt vielleicht ein Stativ sogar mitzunehmen und den Blitz irgendwo aufzustellen und dann oder ja, normalerweise nicht, aber es gibt zum Beispiel ein Bild in dem Buch Nothing Personal über die Waffenmessen, den Waffenhandel global. Da sieht man so ein Logo quasi von einer Firma mit einem Dolch oben platziert an der Wand, irgendwie so ein Flügel und eine Hand mit dem Dolch, was nach unten zeigt. Und unten saß irgendwie so ein verkleideter, so eine Puppe von einem Fallschirmspringjäger. Und dann habe ich den Blitz einfach an die Seite irgendwo gestellt und wollte einfach nur ein Bild davon machen. Und läuft jemand quasi an mir vorbei oder an einem Blitz da durch, während ich das Foto mache. Und sein Schatten kommt dann an die Wand projiziert und kriegt den Dolch direkt in den Rücken. Und da hat er sich noch bei mir entschuldigt. Aber ich meinte, nein, das war schon... Das war der Hammer, genau. Ja, und sowas kannst du natürlich auch nicht planen. Genau. Und das war ja auch, jetzt können wir vielleicht mal zum Buch kommen, das jetzt gerade erschienen ist, wo du auch den Artist Talk im Softcover vorgestellt hast, ne? Nothing Personal, über die Waffenmessen. Du hast dich seit Jahren auf Messen rumgetrieben und speziell auf diesen Waffenmessen. Und ich meine, das ist ja, wie kommt man überhaupt dahin? Ich meine, das ist ja erstmal so ein Closed Shop, sage ich jetzt mal, ne? Und Business to Business im wahrsten Sinne, ne? Da kann ja nicht mal eben so ein Privatmensch mal eben da ein paar Handgranaten und Kalaschnikows kaufen, sondern es ist ja ein anderes Ding. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Oder war das so eine Sache, die sich entwickelt hat? Du warst erst auf anderen Messen und sagst, jetzt gehe ich mal zur so absurdesten Messe, die man sich vorstellen kann. Die friedensstiftenden Messen? Oder genau, wie ist das entstanden? Tatsächlich, die erste Messe, die ich besucht hatte, war, glaube ich, eine Automesse mit meiner Mutter noch als Kind in St. Petersburg. Und Jahre später war ich dann da und habe eine Waffenmesse fotografiert. Am selben Ort. Ne? Und das war, fand ich schon irgendwie, hat sich der Kreis dann irgendwie auch geschlossen. Und dann ist mir das auch so bewusst geworden, dass vielleicht, wenn man als Kind etwas macht, dass das einen dann vielleicht gar nicht mehr loslässt. Aber ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich war so standardweise erst auf einer Hundemesse wahrscheinlich. Also in erster Linie, weil es sich bei uns angeboten hat, weil es gleich neben der FH war. Ach so, also bei uns neben der Schule in Dortmund. Und Geld für, um irgendeine tolle Reise zu unternehmen, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt. Und deswegen war das eigentlich ein spannender Ort, um Fotos zu machen. Und ich kannte auch andere Arbeiten bei Messen und
dachte, ja, ich gehe mal da auch mal hin, ne? Und ja, und so bin ich da in diese Messewelt auch reingekommen. Dann hat ein Freund von mir, der Schriftsteller ist, genau, Johann Reisser, hat mir dann irgendwie ans Herz gelegt, komm doch mit zu der landwirtschaftlichen Messe 2014 nach Hannover. Weil, ich glaube, er hat eine Arbeit über auch so moderne Landwirtschaft oder Traktoren aber eher so gemacht und so landwirtschaftliche Maschinen. Und mir sind da aber so Kühe aufgefallen in erster Linie, die so matrixmäßig an Schläuche angeschlossen waren und eigentlich von vorne bis hinten ausgenommen wurden. Und auch als ich ein bisschen weiter recherchiert hatte, habe ich das nochmal deutlicher festgestellt. Ja, und genau, dann habe ich weiter recherchiert und aus der Arbeit ist dann quasi meine Abschlussarbeit entstanden, die da sich nennt Hornless Heritage, also hornloses Erbe über die moderne Milchkuh. Und da war so ein bisschen die Idee, das Bild der Milch quasi auf der Milchverpackung dem Update zu geben, weil man kennt ja nur diese grüne Wiese oder halt irgendwelche Milchtropfen, die irgendwo rein fallen. Und ich fand es halt total unfair, was den Kühen irgendwie angetan wird. Und am Ende der Messe bin ich an so einem Stand vorbeigelaufen. Da saßen zwei Typen und in der Mitte sah man eine Kuh, wie sie Geldscheine von der Wiese frisst. Und es stand, don't let cows waste your money. Und ich dachte so, dass ich fand es so doof, so blöd, oder wie soll man sagen, nee, so verkehrt, was da läuft. Und dachte so, ja, ich mache mich jetzt so ein bisschen zum Anwalt der Kühe oder beziehungsweise versuche, diese ganze Geschichte so ein bisschen ans Licht zu bringen. Und ich glaube, im Nachhinein ist es dann auch ein paar Mal veröffentlicht worden. Und deswegen... Ja, deswegen war es nicht umsonst, ne? Weil man fragt sich natürlich schon immer als Fotojournalist, nützt das überhaupt irgendwas, wenn ich das mache, weil irgend so ein Industriezweig wie, weiß nicht, Milchwirtschaft natürlich auch, es ist natürlich sehr kompliziert und man muss sagen, okay, die Milchpreise sind halt sehr niedrig und deswegen müssen die Bauern eventuell da und da sparen. Und es ist vielleicht ist es auch eher eine grundlegende Frage, ob man Tiere überhaupt so dermaßen ausbeuten sollte oder nicht. Aber ich glaube, das ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt etwas gewesen, wo ich so meinen Antrieb gefunden habe. Sowieso soll ich überhaupt aus dem Haus gehen und irgendwas machen? Bei Street Photography fällt es mir tatsächlich nicht so leicht. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie in einer Stadt bin, wo ich jetzt nicht so viel Inspiration habe. Aber bei solchen Themen ist es vielleicht auch so etwas, was mich dann wirklich nochmal antreibt, wo ich sage, ja, ich fahre heute nach Hamm auf eine Auktion und ich habe das ja jahrelang gemacht ohne irgendeinen Auftraggeber oder noch nicht mal als Abschlussarbeit, sondern einfach erstmal fotografiert und hatte das aber am Anfang schon Wolfgang Zurborn gezeigt, bei dem ich glaube ich zum ersten Mal auch, glaube ich, 2014 im Kurs war und fand das total erfrischend, weil also oft an so Fotoschulen hast du dann eher irgendwie so Kurse, wo du als erstes ein Konzept abgeben musst, quasi noch bevor du da mitmachen darfst. Und da sollte schon stehen, was du vorhast zu machen und wie es aussehen soll und sozusagen, was sich der Künstler gedacht hat. Und es war irgendwie gar nicht so mein Ansatz, oder das hat mir jetzt nicht, lag mir nicht. Und bei Zurborn war das halt eher so, ja, dann nimmt halt einen mit und schaut, was man macht. Und hat auch viele Street-Sachen auch vorgestellt und das fand ich irgendwie super cool. Und ich glaube auch viele, sehr viele der Kommilitonen. Und
ich glaube, der hat mich auch in dieser Geschichte mit dem Blitz bestärkt, so, weil ich war so, ja, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Blitz machen soll oder ist das jetzt für die Kühe vielleicht irgendwie auch doof oder soll man so ein, ist es ja auch ein sensibles Thema irgendwo auch mit dem Lebewesen, soll man da so krass mit dem Blitz hingehen? Und ich hatte halt das und also verschiedene Sachen halt probiert, und aber da ich auf der ersten Messe eh schon mit dem Blitz unterwegs war, dachte ich so, ja, okay, dann will ich aber versuchen, diesen Stil durchzuziehen. Also, dass man quasi dann in einem Buch in eine Welt eintaucht, die ja schon ja stilistisch auch funktioniert und so eine Geschichte quasi erzählt. Ne? Ja, und da hat er mich jetzt schon so gestärkt und dann habe ich gesagt, ja komm, ich mach das mal. Ja. Ja, ist ja schön, dass da also so ein Grundstein gelegt wurde, den nicht viele machen. Das ist ja auch immer schön, wenn man so einen eigenen Stil entwickeln kann, der, ja, wenn du sagst, dann letztendlich auch noch in einer Publikation mündet. Ne? Dann wäre es natürlich unsinnig, verschiedene Stile da anzuwenden, weil das würde das ganze Bild ja zerstören oder die Serie irgendwie ja nicht erkennbar machen wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, das war so ein bisschen die Befürchtung, weil ich glaube, damals zumindest wurde also kaum, sehr wenig geblitzt in der Schule bei uns und insgesamt und ich würde es jetzt nicht als irgendwie, ja, es ist natürlich schwierig, das irgendwie als eigenen Stil zu bezeichnen. Irgendwann habe ich mir halt gesagt, ja, es ist klar, es gibt irgendwie Martin Pabrus Gilden oder vielleicht auch Lars Thunbjörk, der mir jetzt eher noch, also den ich von den dreien zumindest, der mir so am nächsten liegt, den ich so mag. Und also Martin Paar und Bruce Gilden finde ich natürlich auch super spannend. Ne? Aber ich glaube so, ich, und Lars Thunbjörk habe ich glaube ich auch durch Wolfgang Zobern irgendwie überhaupt kennengelernt, seine Arbeit, und fand das auch voll spannend. Ne? Und ich meine, der hat ja auch dem, so ein Buch gemacht, The Office, über glaube ich drei Büro-Städte, also drei Städte, in denen er Büros fotografiert hat in den 2000ern. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe mir irgendwann gedacht, ja, es geht mir gar nicht so um diesen Stil, sondern es geht mir um die Message, so um die Geschichten, und die ich erzählen will. Und wahrscheinlich habe ich mir gedacht, so, ja, ich mache es jetzt nicht irgendwie für den Kunstmarkt oder so, dass ich jetzt irgendwie einzigartig sein muss, sondern ich will so Geschichten erzählen, die für mich funktionieren, und mit dem Blitz hast du natürlich viele Möglichkeiten, etwas nochmal aufzuzeigen, was vielleicht sonst untergehen würde, und Sachen zu pointiert und Akzente zu setzen, und das war mir wichtig, und der Stil ist halt, ich meine, die Form ist natürlich auch wichtig, ne, das ist klar. Das Thema ist wichtiger als der Stil. Aber ne? Irgendwie war mir so das Thema wichtiger, aber vieles natürlich geht dann mal über die Form. Aber ich fand irgendwie die Kombination, es hat mir Spaß gemacht, sagen wir mal so, und dann habe ich das so durchgezogen. Ja. Du beschreibst deinen Stil oder wie nennt man es an, absurde Momente oder Situationen sozusagen zu zeigen. Ich glaube, du hast das, glaube ich, anders. Wie hast du das irgendwie? Englisch hast du das, glaube ich, formuliert. Ich weiß jetzt gar nicht. Sag Street kurz, Street Documentary and Everyday Horror. Horror, so hieß das. Fand ich so gut. Bist du da so ein bisschen, ich habe da sofort an die Toten Hosen, ne? Diese ein bisschen Alex mit seiner kleinen Horrorshow, habe ich da gedacht, ne? Genau. Hatte ich in der Schule gehört, ja, stimmt. Ja, genau. Ja, das ist ja sozusagen dein, also wenn man bei dir mal durchscrollt, dann sieht man wirklich immer so vollkommen absurde Momente, wie sie, also wie jetzt gerade im aktuellen Buch sozusagen dargestellt werden. Und die Serie, die läuft ja schon ziemlich lange eigentlich. Ne? Du bist ja jetzt schon auf ziemlich vielen Messen gewesen, hast sogar einen World Press Photo Award gewonnen, ist ja auch aus dieser Serie quasi entstanden. Ja. Wann war das? 2020 oder sowas? Ja, schon 2020, ja. Das war ja das Pandemiejahr, ne, wo es losging und, glaube ich, die Zeremonie deswegen ausgefallen ist. Das war ein bisschen schade.
Ich glaube, diese Horror, Everyday Horror, ist, glaube ich, tatsächlich eher so angelehnt an dieses um 5 Uhr morgens, 4 Uhr morgens dann schon zur Arbeit fahren und das ja, Alltagsleben im Ruhrgebiet. Also, ja. Ich war ja noch auf der, also dann war ich bei den Kühen, dann war ich noch auf einer Bestattungs-, unter anderem auf einer Bestattungsmesse. Und hatte den irgendwie Vorsitzenden oder Vizevorsitzenden der Bestatter in Deutschland interviewt und wollte wissen, wieso man denn die sterblichen Überreste nicht quasi, weil sie selbst nicht verfügen darf, sondern die müssen irgendwie beigesetzt werden, da und so, da. Stimmt, und weil ich dachte, das kann doch nicht sein, man gehört quasi dem Staat auch nach dem Tod und also nicht der Familie, also die Angehörigen, sondern dem Staat. Also würde das ja irgendwie bedeuten. Und zwei oder vier Jahre später ist die Messe nochmal stattfand, da konnte man sich da auch gar nicht mehr akkreditieren, glaube ich, so wirklich. Also vielleicht, ja, das wurde auch veröffentlicht bei der Weiß. Und dann war ich, und dann war ich auf der Jagd und Hund, weil ich die absurde Idee hatte, weil es in Dortmund viele Messen mit Hunden gibt und die heißen dann irgendwie Hund und Pferd, Hund und irgendwie Katze, weiß ich nicht, Hund und Haustier und Jagd und Hund. Und die meine Idee war, eine Serie zu machen und die zu benennen Hund und. Ach so. Und nur deswegen bin ich auch auf dieser Jagdmesse gelandet. Ach so, okay. Und vielleicht aber auch, dass ich natürlich mich immer wieder mit so Themen wie Tierschutz und das, beziehungsweise auch so diese Beziehung von Mensch und Tier beschäftige. Und es war super spannend, aber was mich wirklich fasziniert hat im negativen Sinne, wie quasi Menschen jeden Alters von diesen Waffen, Jagdgewehren angezogen wurden. Es gab ja vielleicht so 3-4 Stände, die alle nebeneinander waren und da war richtig reges Treiben und auch so ältere Leute, Kinder, alle mit Waffen gespielt, gezielt, irgendwie so geschossen. Und ich dachte so, okay, irgendwie, also mich turnt das so gar nicht an. Deswegen, und dann hatte ich die Arbeit Sons and Guns gemacht, die dann sowohl diese Kinder halt zeigt unter anderem und auch die ganzen Leute, die mit diesen Waffen spielen und bei den Kindern siehst du halt das Gesicht nicht, weil du hast dann irgendwie einen Schatten von einem Gewehr dann im Gesicht und dann habe ich auch von vornherein mir gedacht, okay, Kinder sollte man ja natürlich nicht zeigen und hatte da schon angefangen mit diesem Anonymisieren rumzuspielen und dann das wurde dann auch veröffentlicht, ich glaube auch bei der Weiß und dann dachte ich so, dafür wäre schon nicht unspannend, auf so eine richtige Messe zu gehen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und kannte schon ein paar irgendwie Arbeiten von Waffenmessen und dachte, ja, weiß nicht, ich will das jetzt nicht irgendwie wiederholen, ne, aber andererseits dachte ich, irgendwie muss ich da hin, ne? Das ließ mich nicht los. Ne? Und dann habe ich, die erste Messe habe ich dann in Polen gefunden, die so am nächsten war und am günstigsten, wo ich dann irgendwie hin, ich hätte jetzt lieber getrampt gesagt, aber ich bin mit dem Zug gefahren und habe da Couchsurfing, glaube ich, gemacht. Und die Dame, die mich da beherbergt hatte, die war auch Journalistin und hat mich sogar jeden Tag mit dem Auto hingefahren, das ist super nett eigentlich, ne? Zur Messe und hat mir alles gezeigt und die durfte natürlich, die wollte mit ihrem Sohn dann auch noch rein, aber das ging tatsächlich nicht. Ja, okay. Und da wären wir bei dem Thema jetzt. Da sind wir jetzt bei den Waffenmessen gelandet. Genau. Ja, mein, das ist das Aktuellste ist jetzt gerade, ne? Also dadurch bist du mir sozusagen aufgefallen, weil ich bin froh, wenn ich irgendwie, ich mache ja auch so ein bisschen Street-Fotografie, wenn ich, sag mal, diese
Form, wie du es machst, wenn ich es ein paar Mal hinkriege. Also sagen wir mal, das, so, wie heißt das, der entscheidende Moment hinzubekommen mit einer absurden oder vielleicht sogar humorvollen Situation und die Person ist quasi doch noch durch eine zweite Ebene irgendwie unkenntlich gemacht. Ne? Das sind ja quasi ein, zwei, drei Sachen gleichzeitig, wie du da den Blick entwickeln kannst oder Dinge siehst, die andere so nicht sehen, ich jetzt schon gar nicht, weil ich wäre da gar nicht so drauf vorbereitet. Aber du hast ja, sag mal, so einen Blick entwickelt. Ne? Dieses WordPress-Foto ist ja, wo jemand irgendwie zwei Handgranaten oder Panzerfäuste oder was weiß ich in eine Abstellkammer stellt. Also könnte ja auch ein Staubsauger weggestellt sein oder also was ganz Harmloses. Und du musst zweimal gucken, oh, was macht der denn da? Und die Person ist ja eigentlich nicht entscheidend. Ne? Also ist ja nicht deine Absicht zu sagen, hu, das ist der böse Waffenhändler, der macht jetzt hier sauber. Ne? Und morgen wird das Ding verkauft und knallt jemanden ab. Ne? Das ist, schwingt da vielleicht mit, aber es geht ja nicht um die Person, sondern ne, um die Perversität der Waffenindustrie. Ne? Die, ne, das hast du ja auch mit vielen Botschaften gezeigt, ne? Wenn da Kalaschnikow 70 Jahre Weltfrieden durch uns oder so absurde Botschaften, was jetzt gerade gemacht wird. Und wenn wir jetzt gerade die aktuelle Situation sehen, hier unser Wirtschaftsminister, der Habeck, hat ja gerade gesagt, wir geben viel zu wenig aus, wir müssen noch mehr ausgeben. Also es ist ja ein Bereich, der wird nicht eher besser, sondern noch schlimmer. Ne? Also werden solche Messen, die ja als Verkaufspunkt, also Startpunkt gelten, um das mit Länder oder wer auch immer das da kaufen will, ja, bedient wird. Und du schaust da drauf und sagst, Mensch, wie funktioniert das hier überhaupt? Das funktioniert wie, ja, wo du sagst, eine Landwirtschaftsmesse oder eine Tortenparty oder für kleine Kinder können da posen. Also es ist doch verrückt, aber wenn man dein Buch durchblättert, da denkst du, ach du Scheiße, was ist denn das für eine Welt? Ne? Also das finde ich irgendwie, und du zeigst die Momente wirklich teilweise, in Anführungsstrichen, lustige Situation, ne, was weiß ich, so ein explodierender Atompilz und davor ist so eine Uniform zu sehen, wo sich dann jeder hinstellen kann und ein Bild, also so ein Selfie irgendwas machen kann. Also wie gehst man da durch? Also entweder sagst du, ja, das ist so, oder bist du da, denkst du, gehst du wirklich da durch, Mensch? Ja, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, wie du da über die Messe gehst. Sagst du lieber mit deinen eigenen Worten. Ich ringe gerade so ein bisschen, ne? wie man sich da fühlt und letztendlich solche Bilder generiert. Also da muss ja irgendwas bei dir über die Zeit entstanden sein. Dachst, wie stelle ich das dar? Und du hast ja dein besonderes Stilmittel da gefunden, die Botschaft zu senden, aber nicht die Leute bloßzustellen. Sag mal so, wie... Was ist jetzt schon ein paar Tage jetzt, ne? Du hast schon viele Messen erlebt. Erzähl mal so, wie da deine Herangehensweise ist und wie die Bilder letztendlich entstehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, 2016 bin ich auf die erste Messe gekommen und da das fing ja an wie so am Flughafen, ne? Du wirst halt läufst halt durch einen Metalldetektor durch, wird alles gescannt und ich habe mich eh gewundert, dass ich reingelassen bin, weil ich halt russischen Pass habe und ich dachte sehr, wer weiß, ob das überhaupt klappt und die Akkreditierung ist ja jetzt auch zwar echt gewesen oder beziehungsweise man benötigt ja immer irgendwie was vom Editor, ne, vom Magazin, irgendwie so ein Wisch und es hat ja alles geklappt und dann war ich auf einmal da und bin tatsächlich als erstes in so eine zu so einem Empfang gekommen von also ich bin übers quasi Gelände gelaufen, dann sehe ich, da ist irgendwas los, kann man sich irgendwo da anmelden an einem Stand von Airbus Helikopters. Und da gab es tatsächlich dann direkt einen Empfang mit Sekt, Häppchen. Ich habe einfach meine E-Mail und Namen eingetragen, bin dann reingelaufen, quasi als Pressevertreter. Und das war auch irgendwie ganz witzig, weil eigentlich war dieses ganze Ausstellungsgelände mitten in so einem Gebiet, wo nur so kleine Häuschen waren, so Dachas und da kam dann scheinbar einmal in zwei Jahren, sagen wir mal so, Helikopter angeflogen, Panzer und das muss schon sehr absurd für die Einheimischen sein. Und dann
fand ich mich wie in so einem entweder James-Bond-Film wieder oder einfach in so einer schlechten Hollywood-Komödie. Da stehen natürlich auch so diese Securities mit schwarzen Sonnenbrillen. Leute irgendwie okay. in Anzügen schauen sich die frisch polierten Waffen an. Es werden diese Häppchen serviert. Da war für mich war auch immer so wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, nicht die ganze Zeit irgendwas zu essen oder zu trinken, sondern auch noch die Bilder zu machen. Aber ja, es ist wirklich, ich glaube, bei dem Thema ist es, wie du deine Reaktion beschrieben hast, wenn man sich das Buch durchblättert, ach du Scheiße, ne? Und das ist ja das, was ich mir auch gedacht hatte. Ich dachte auch, ach du Scheiße, und soll man, und im Nachhinein denkt man sich auch, soll man darüber überhaupt lachen? Ne? Oder kann man darüber noch lachen? Und aber ich glaube, dieser Humor ist natürlich schon so eine Art, das ist quasi der Weg, damit umzugehen, weil man könnte auch verzweifeln und sagen, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt so als, ich sag mal jetzt global ist die Menschheit, wirklich ohne Ende diese Waffen bauen, diese ganzen, die meisten Konzerne an der Börse sind, das heißt, die müssen immer mehr Waffen bauen, am besten mehr produzieren, dann Dividende ausschütteln und so weiter. Und das ist doch so ein never-ending irgendwie eine never-ending Geschichte. Und das erinnert natürlich auch an dieses, ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Bild von einem Tschechows Gewehr, von einem russischen Schriftsteller, der was besagt, wenn am Anfang eines Theaterstückes ein Gewehr an der Wand hängt, wird es am Ende schießen. Und ziemlich genauso ist es ja auch bei diesen Messen, wie ich das jetzt dazu sagen darf. Also klar, diese Waffen, die meisten der Waffen werden vermutlich dann auch irgendwann sein. Es gibt natürlich viele Prototypen, die vielleicht auch noch gar nicht gebaut wurden und wo die Firmen erst erhoffen, sich Geld von Staaten oder von irgendwelchen Investoren zu bekommen. So, aber also ganz grob so gebrochen gesagt, klar, die am Ende werden die, dafür sind die ja gebaut worden. Und der Tod ist bei den Messen natürlich normalerweise nicht Programm. Zu sehen. Der ist Programm, aber der ist nicht zu sehen, der ist gut versteckt. Ich glaube, nur einmal oder zweimal habe ich so Puppen entdeckt, die entweder deinem Puppe hat ein Bein gefehlt oder so. Ne? Und an diesen Puppen übt man dann eben so eine Versorgung in so einem Katastrophen- oder Kriegsfall. Aber es ist natürlich ganz klar getrennt. Hier geht es halt um Verteidigung und nicht um Angriff. Man könnte es ja auch Angriffsmessen oder Kriegsmessen nennen, aber die werden ja immer als Defense Fair bezeichnet. Aber beim Militär ist es ja, gibt es ja sehr viele Euphemismen, die man genau dafür anwendet auch. Wie findest du denn dann diese Momente? Du musst ja da wirklich, du gehst ja da mit einem ganz anderen Blick drauf, ne, als der normale Besucher. Ne? Also ich glaube, bist du nicht der, der mit dem Anzug da rumläuft und mit einer schwarzen Brille und mit einem dicken Scheckbuch, ne? Sondern du gehst ja da drüber und suchst quasi deine Momente. Mit einem ganz dünnen Scheckbuch. Nee, erzähl mal, wie man da drüber geht. Also das ist ja kein Zufall, ne? Oder manchmal doch. Also du hast gerade vorhin gesagt, dass ja jemand durchgelaufen ist. Das war dann sozusagen der zufällige Moment. Ich glaube, das ist alles, also im Endeffekt, oder das meiste ist Zufall. Und ich glaube, mein Vorteil war quasi eigentlich die Schwäche, dass ich mich weder mit irgendwelchen Waffen auskannte, noch überhaupt irgendeinen Plan hatte von dem ganzen Thema. Und bin in so eine Bubble eingetaucht, wo die Leute eben auch von der Realität irgendwie abgeschnitten sind und agieren einfach in ihrer eigenen Welt. Seit Jahrzehnten werden diese Messen veranstaltet und es gibt ja kaum Berichterstattung in den Medien bis heute. Und die ganze Industrie versucht quasi, es sind exklusive Messen, wo sozusagen Normalsterbliche keinen Zugang zu haben. Und diese ganze Industrie bleibt so mit unter dem Radar der Medien. Allerdings in letzter Zeit hat sich das ja schon ein bisschen geändert und die haben schon so gute Publicity bekommen,
kann man auch also nachvollziehen, wie es dazu kommt. Dennoch, genau, es war, glaube ich, schon mein so der Vorteil, den ich hatte, ist einfach, ich kannte mich damit nicht aus. Ich bin halt schon auch neugierig natürlich, wenn ich was sehe, aber ich war total unvoreingenommen. Und jetzt nach 18 Messen, 18 Messen in irgendwie 15 Ländern, wenn ich da durchlaufe, dann denke ich mir, ja, das kenne ich schon, das habe ich schon gesehen, nee, was gibt's denn hier noch? Und genau. Und ich glaube, wenn du aber zum ersten Mal vor allen Dingen da bist, dann bist du halt erstmal total geflasht und weiß nicht, wo du anfangen sollst. Zum Beispiel auch diese Geschichte, es gibt ja die eine Geschichte, die ich gerne erzähle mit der Torte in Abu Dhabi. Also gleichzeitig, oder fangen wir mal so an, also es war, glaube ich, die... Ich bin auch total zufällig irgendwie am letzten Tag noch da rumgelaufen, habe gewartet, bis die Stände abgebaut werden, weil es natürlich teilweise auch ganz lustig aussehen kann. Und dann bin ich irgendwie an so einer Zeremonie vorbeigelaufen oder in so einem Raum, war auf einmal eine Riesentorte auf zwei Paletten aufgebaut, ein Militärorchester hat gespielt und auf der Torte in der Mitte war halt quasi so eine Riesenexplosion, wie so eine Hochzeitstorte, nur in der Mitte also Riesenexplosion, es fliegen Kampfjets, ein Panzer, irgendwie ein Schiff, 25 Jahre Jubiläum der Messe und ja, dann dachte ich so, oh Gott, das darf doch eigentlich jetzt nicht wahr sein, weil ich habe in Abu Dhabi alles Mögliche schon gesehen. Zum Beispiel gab es da auch, weiß nicht, goldene, so thronhafte Sessel, die dann quasi am Ufer standen und auf so einem Schiff, um sich dann die Flugshow und die Schiffe nochmal da anzuschauen, für auch so VIPs. Und es wurde der Krieg nachgestellt vor einer Riesentribüne mit Zuschauern und in einer Umgebung mit so Plastikpalmen. Und also ich habe da Sachen erlebt, wo ich dachte, das gibt's doch einfach nicht. Also wie pervers und wie wirklich unverschämt können Menschen sein. Aber als ich dann diese Torte gesehen habe, da war der erste Gedanke irgendwie, das ist wirklich das echte, sozusagen the real battlefield, ne? Das echte Schlachtfeld. Ein Schlachtfeld. Und ich bin da, da rumgelaufen und habe das auch die ganze Zeit gesagt und gedacht, wie soll ich das nur fotografisch am besten so festhalten, dass es quasi zu meiner Geschichte passt und wie soll ich diese Torte überhaupt zeigen? Ne? Weil die ist natürlich so, die wächst so nach oben, diese Explosion und ich glaube, das ist ja schon der Unterschied, dass ich mache auch mit dem Zorborn, machen wir ab und zu mal Workshops und da hatten wir auch letztens mal, irgendwie wurde das ganz gut irgendwie auf den Punkt gebracht, dass es quasi einen Unterschied gibt, ob du quasi irgendwie zwischen irgendwie der Fotografie, die man eigentlich spannend findet und so eine Art Casting, dass du quasi castest, du bildest einfach nur ab, was da ist und ich wollte diese Torte nicht casten, ich wollte auch noch ein Bild machen irgendwie. Ne? Und dann kamen so zwei Typen in Gewändern und haben sich noch nicht mal einen Teller genommen, sondern haben angefangen einfach mit so kleinen Gäbelchen aus der Torte raus direkt zu essen. Okay. Und die Torte sah wie, und deswegen sah die Torte wie ein Schlachtfeld am Ende, weil die so ein bisschen schon auseinander brach und an einer Seite zumindest. Und ja, dann habe ich irgendwie mein Bild gemacht und erst im Nachhinein, als ich so ein bisschen recherchiert hatte, ist mir eingefallen, da gab es ja doch den Krieg in Jemen und da die Koalition aus den Emiraten, wo ja die Messe war, und Saudi-Arabien gegen die Houthis gekämpft, die jetzt mittlerweile wieder irgendwie in aller Munde sind. Und da dachte ich so, ja, das gibt's doch nicht. Da fliegen die 1000 Kilometer weiter irgendwie Angriffe auch gegen Krankenhäuser und Schulen und töten da irgendwie Zehntausende Zivilisten. Und hier wird diese Torte gegessen. Und da denkst du dir, ja, da kommt man auch mit den Mitteln der Fotografie. Also stößt man an seine Grenzen. Wie will man das alles zeigen und erklären?
Und aus dieser Idee ist dann, oder aus diesem Sammelsurium von Bildern, ist dann dein Buch entstanden? War das, hast du das eigentlich selber verlegt oder hast einen Verlag gefunden oder wie ist denn das entstanden? Ja, genau, also es war schon ziemlich schnell klar, dass es irgendwie ein Buch sein sollte, allein weil irgendwie das Konzept ja so gedacht ist, dass es so, obwohl es in 15 Ländern stattfindet, also ich war in China, in Russland, in Indien, in Vietnam, in den USA, mhm. Südafrika, mhm. Deutschland, Frankreich, in Peru und tja, irgendwas vergesse ich jetzt mal wahrscheinlich. Doch, da sind dann noch ein paar. Stimmt, es fehlen, glaube ich, an Polen, Belarus und so weiter. Genau, es war ziemlich, also für mich war es klar, es sollte ein Buch sein und es soll auch nicht nach Ländern geordnet sein, sondern alles durcheinander, weil im Endeffekt sieht es ja auf der ganzen Welt ziemlich ähnlich aus und du triffst teilweise auch die gleichen Waffenhändler oder dieselben, ja. dieselben Personen hier und da, oder es gibt auch so ein Kamerateam, die so wie soll man sagen, also die meisten Presseleute da sind ja quasi, machen die so Corporate-Geschichten, die du auch teilweise auf YouTube dir angucken kannst, aber die arbeiten schon für diese Industrie und deswegen ist es natürlich super unkritisch, sondern man beschäftigt sich mehr mit den Fragen sozusagen technischer Natur oder wirtschaftlicher, geopolitischer, aber jetzt nicht weiter, gehe ich von aus. Und dieses Kamerateam sah ich vielleicht 10 oder 8 Mal auf verschiedenen Messen. Okay. Ich glaube, die kommen aus Belgien. Ja, und auch ein paar Waffenhändler, die man mal wieder mal sieht. Aber genau, und deswegen war die Idee, okay, es soll alles irgendwie durcheinander sein und sollte auch nach ja, visuell funktionieren. Die Bilder sollen miteinander kommunizieren, auch die Sequenzen, ja, das war mir wichtig. Mhm. Und genau, das Buch, das hätte wahrscheinlich, oder von mir aus wäre es eher schon erschienen, aber es gab viele verschiedene Faktoren, wo es immer länger dann gedauert hat. Und dadurch, dass ich quasi, genau, ich hatte noch Fördergelder bekommen und eine aus der Schweiz, die Stiftung, meinte dann, ja, das Buch ist ja noch gar nicht erschienen, ja, dann können wir es wohl nicht mehr irgendwie vergeben, und dann, weil sich da jemand das so sozusagen gewechselt hat, die Person, die dafür verantwortlich war, und das hat mir auch noch so ein bisschen dann den Antrieb gegeben, okay, jetzt muss ich irgendwie, es muss weitergehen, und ich hatte auch die Ausstellung in Hamburg in der Freelance und da war auch so ein bisschen die Idee, ja komm, jetzt schaffen wir es bis Winter, bis Januar, dass das Buch kommt und genau, und ich glaube, das Spannende ist vielleicht einfach, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich muss auch natürlich Geld sammeln und ich hatte auch, ich dachte auch, das wäre irgendwie einfacher, das Thema und das Buch zu oder einen Verleger zu finden, aber es war jetzt nicht so, dass die irgendwie Schlange standen und genau, am Ende habe ich es mit Ghost gemacht und also beziehungsweise es gibt eine deutsche Version und also die in meinem Verlag erschienen ist und eine internationale und von der internationalen hatte ich mir ein bisschen erhofft, dass es ein bisschen noch weiter Verbreitung findet, quasi da, wo ich selbst, dadurch, dass ich einen kleinen Verlag habe und davor schon ein paar Sachen veröffentlicht hatte, hatte ich auch Verbindungen zu ein paar Läden und ein paar Leute, die auch immer wieder so Sachen von mir kaufen, aber genau, ich dachte, das Thema ist schon global und es wäre wichtig, dass auch so zum Beispiel die Pressearbeit ein bisschen globaler wird und leider ist das Timing ja jetzt besser wie zuvor noch. Hast du das bei Crowdfunding gemacht oder ist das so? Hast
Genau, ich musste auch Crowdfunding machen und das hat super geklappt. Es haben auch viele Menschen geteilt. Ich hatte davor immer so ein bisschen Angst und hatte keine Lust, auch ein Video aufzunehmen. Und stellt mir das super peinlich vor. Und dann im Endeffekt habe ich einfach gesagt, ja, ich mache das über meinen Shop und dann können die Leute das da gleich vorbestellen. Also ich muss jetzt nicht zu Kickstarter. Oh, wieso soll ich die Leute zu Kickstarter schicken, wenn ich die sozusagen zu mir schicken kann? Und das hat auch echt super geklappt und ich habe, glaube ich, knapp 450 Bücher vorverkauft. Und das ist super, ne? Also irgendwann quasi schon aufgehört und gesagt, komm, dann Prints verkauft, Workshops angeboten und Portfolio-Reviews. Oh, da muss ich, glaube ich, noch zwei von machen. Okay. Aber die meisten Sachen habe ich ausgeliefert. Auch bei Bücher verschicken ist natürlich auch schon ein bisschen tricky, weil irgendwann, oder manche Bücher kommen nicht an und dann hast du das immer so im Hinterkopf, oh Gott, ist das jetzt angekommen? Oder muss ich jetzt bei DHL versuchen, irgendwie so einen Antrag zu stellen, das ist halt mega nervig natürlich. Ne? Und deswegen habe ich jetzt irgendwann gesagt, okay, ich habe jetzt eine gewisse Anzahl an Büchern noch und die benötige ich eventuell noch für Veranstaltungen, Ausstellungen und glaub, irgendwann werde ich die noch welche in den Shop stellen, aber ich habe jetzt erstmal aufgehört, so Bücher über den Shop bei mir zu verkaufen. Okay, also es ist quasi schon ausverkauft im Prinzip. Nein, das gibt es nicht. Ich glaube, bei Gost gibt es auf jeden Fall, glaube ich, noch genug Bücher. Und, okay. Ja, aber bei mir ist es schon so gefühlt, aber es lief doch ganz gut tatsächlich. Also selbst nach dem Crowdfunding, wo man dachte, okay, ja, meistens über das Crowdfunding, dann verkaufst du die meisten Bücher und danach kannst du dir daraus einen Sessel bauen oder das Bett die legen. Aber das lief wirklich super gut. Aber irgendwann war ich so ein bisschen durch. Ich will nicht sagen kurz vorm Burnout, aber ich hatte wirklich so ein bisschen den Spaß verloren dann an diesem Verschicken. Und es war irgendwie auch lustig, aber ich habe vielleicht 600 Bücher verschickt und Ghost hat auch ein paar verschickt, aber das meiste musste ich verschicken am Ende und ich habe auch zu wenig Geld für den Versand genommen, ich habe ein paar Fehler gemacht und insgesamt habe ich schon was gelernt. Ja, ein Buch zu machen ist ja auch kein Pappenstiel, ne? Und dann der Vertrieb, da ist nicht jeder für gebaut, ne? Und wenn du selber sagst, ja, das ist harte Arbeit und ich würde lieber ganz was anderes machen, ja, aber das hätte sonst ein Verlag gemacht, aber der hätte ja gleich die Hälfte des Geldes abgenommen, ne? Also das ist so oder so eine blöde Geschichte. Ja, der Verlag nimmt ja ihr Geld schon genug, aber ich bin nicht im Minus, habe schon ein bisschen was verdient damit und ich bin auch eigentlich, ich glaube, das Wichtigste ist, ich bin eigentlich ganz happy mit dem Buch, ich hatte ja auch, weil ich werde noch mit dem Zurborn so ein bisschen die Sequenzen gemacht damals von einem Dummy und das hat sich dann mit dem Steward nochmal von Ghost das alles zusammen durchgegangen bin, da hat sich noch einiges geändert, wobei die Sequenzen, glaube ich, es sind ja immer so Blöcke in einem Buch und dazwischen sind immer Zitate und hat sich in den Blöcken selbst haben die Sequenzen sich gar nicht so sehr geändert, aber die Doppelseiten, wo so zwei Bilder nebeneinander sind, das musste alles nochmal ausdiskutiert werden. Es war zum Verzweifeln, es war auch spannend. Ja. Ich glaube, er hat auch viele oder einige Bilder noch aus dem Archiv geholt von mir, was ich ihm geschickt hatte und dadurch musste ich alles neu ausdiskutieren und meinte so, ja, aber die Bilder fehlen mir und die Bilder will ich eigentlich gar nicht haben. Aber ich glaube, das war schon auch gut, weil er natürlich jetzt gar nicht so einen Bezug hat zu der Arbeit und ich glaube, er wollte unbedingt, dass es entweder, ich glaube, wir hatten davor so ein paar unterschiedliche Formate, er wollte es eher so straight erzählen und ich glaube, aber ich bin eigentlich doch ganz happy mit dem, wie es geworden ist und
Ich hatte, ich glaube, meine größte Sorge ist, war, dass man das Buch quasi bekommt und sich dann denkt, ah, hätte man doch das und das, hätte man doch das. Weil ich bin leider die so ein Mensch, der dann so wirklich Monate, Jahre lang sich sowas noch denken kann. Oh. Und das ist natürlich ganz doof. Aber als das Buch dann da war, dann habe ich mir das vielleicht noch 100 Mal alles angeguckt und und dann irgendwann dachte ich so, nee, ich glaube, das ist einfach irgendwie so, wie, so, so wie ein Baby und dann sagst du so, nee, das ist schon gut, wie es ist. So. Genau, weil, jetzt läuft es auch alleine. Ne? Aber ich meine, die Resonanz, die du gekriegt hast, war ja wirklich riesengroß. Ne? Und bei dem Talk kam das ja rüber, ne? Der Sebastian sagt, ne? Vom Softcover sagte, ne, das war das einer der besten Bücher, die er je gesehen hat. Ne? Und das ist ja auch schön, wenn man so ein Feedback kriegt, ne? Weil da steckt so viel Arbeit dahinter. Ne? Also jetzt sag mal, die Bilder zu machen und dann hinter dieses Haptische, ne? Das, was du ja gar nicht so magst, ne? Das wird dann noch ein bisschen mehr versüßt. Ne? Und ich glaube, du erzählst ja auch hin und wieder die Story und mich hast du auch jetzt angesprochen. Ne? Also ich hätte dich sonst nicht eingeladen. Ne? Sagst du, ne, ah, du kannst es gut erzählen. Ne? Das, im Store war es ja auf Englisch. Aber so, ich habe schon gemerkt, Mensch, du hast zu jedem Bild hast du deine Geschichte und kannst die auch auf deine Art sogar humorvoll gut rüberbringen. Ne? Und ich fand, Mensch, das hat was. Ne? Und diesen Humor, den sehe ich auch in vielen anderen Bildern, die du in den Publikationen, also für die Magazine, für die du arbeitest, ne? Dass das da so rüberkommt. Ne? Und ich glaube, ich erinnere mich an eine Geschichte, wo du hast ja vorhin gesagt, dass du dich auf Parteitagen rumtreibst. Ich glaube, das ist ja eh auch kein Zuckerschlecken, das kann ja auch schon fast eine Waffenmesse sein. Ja, tatsächlich. Also es fällt mir sehr schwer mittlerweile. Ja, also hier deine Geschichte, ich glaube vom CDU-Parteitag, wo die Angela Merkel, glaube ich, entthront wurde und du dann Ewigkeiten gewartet hast, allein die Idee zu haben, dass nach Stunden auch irgendwann mal die Deko abgebaut wird und du quasi auf den Moment gewartet hast, dass die Buchstaben aus der Halle getragen werden, ne? Also das C, ja. Das D oder das U und das macht dir, glaube ich, keiner so schnell nach. Ne? Also das war doch schließlich das Bild vom Parteitag, was dann in den Köpfen hängen geblieben ist. Ne? War das so? Oder erzähl mal kurz deine Version. Also es war, glaube ich, das Bild, also ich glaube, das eins der Bilder, was hängen geblieben ist, war, glaube ich, auch dieses Gäste und besondere Gäste. Das hatte ich in Essen gemacht. Das war so eine Tribüne tatsächlich mit so geladenen Gästen und dann gab es so eine Trennung und auf der linken Seite sieht man drei Leute, die so ganz erhaben sitzen mit Krawatten. Okay. Und vor denen ist so ein Schild und da steht besondere Gäste und daneben ist der andere Teil der Tribüne und in der Mitte ist eine Treppe, ein Aufgang und da steht einfach Gäste und die Leute, also wenn man so ein, vielleicht zumindest diese beiden, ich meine, da sind alles nochmal gleich, so ähnliche Leute insgesamt, ne, aber wenn man dann diese Beschilderung sieht, dann denkt man, naja, stimmt, die gucken ja auch irgendwie so unaufgeregt und nicht zu erhaben. Ne, aber genau, das Bild, was du meintest, das war, ich kann dir sagen, also ich habe nicht oft so eine Geduld, aber das war bei dem Parteitag in Hamburg, ich guck mal, 18, ne? Ich glaube, das war in Leipzig 19 und ich weiß gar nicht, hattest du es bei mir auf der Webseite eigentlich gesehen oder? Ich glaube, ich habe deinen Namen eingegeben und dann witzig, Bilder weil gesucht, da fällt mir ein, ich sollte das bei mir auf die Webseite stellen. Das ist dann nämlich gar nicht dabei. Aber tatsächlich, nee, das ist so entstanden, da dachte ich so, ja, okay, jetzt fangen die an abzubauen. Und zum Beispiel bei der SPD weiß ich noch, 2017, da haben die Securities dann alle aus der Halle gejagt, so ein bisschen die Presse. Und so, da hat es ja gar niemanden mehr gekümmert und dann dachte ich so, ja, dann warte ich nochmal ein bisschen, weil das ist natürlich symbolisch und nicht unspannend. Und dann ich glaube, dann kam noch ein Kollege von der dpa oder auf jeden Fall hat er, glaube ich, auch die gleiche Idee gehabt oder ich habe es dem erzählt, was ich mache und dann meinte er so, ja, ich warte auch, aber ich glaube, das hat schon so 3 Stunden gedauert und irgendwann hat auch keinen Bock mehr. Bei mir war das eher so, ja, wenn ich schon jetzt 1 Stunde gewartet habe und die gleich abbauen, dann also da muss ich jetzt ein bisschen länger noch warten. Und so vergingen die Stunden und die Halle war, glaube ich, auch verrückt. Dann ziemlich kalt.
Aber ja, ich glaube, das war für den Spiegel und das ist eins der Bilder, die sie dann auch irgendwann abgedruckt hatten, weil der also es passt natürlich nicht immer zum Spiegel, die Bildsprache, aber irgendwann, also mittlerweile schicken die mich auch schon so auf Parteitage und sagen, komm, mach einfach und dann schauen wir mal, was wir davon verwenden können. Und vielleicht ist das aber auch schon ein bisschen der Unterschied, ob man sozusagen, also wenn ich das mit dem ersten Parteitag vergleiche, da habe ich 2016 in Essen, da hatte ich mich natürlich auch wie so ein krasser Außenseiter gefühlt, so, weil da ist die, so die Elite irgendwie, die Leute mit Macht und schick gekleidet und ich komme irgendwie hier aus Dortmund, Nordstadt und aber das hat irgendwie, genau, ich kannte, glaube ich, die Parteitage aus der Heute-Show und deswegen dachte ich so, ja, da kann man ja bestimmt auch gute Fotos machen, weil im Endeffekt sind es ja auch Messen und ein Teil der Parteitage sind ja auch die Messen von den sozusagen Industrievertretern, die die Parteitage auch sponsern, die zeigen dann vor Ort ihre ganzen, weiß ich nicht, also alle möglichen Firmen sind dabei vertreten. Das ist, es gibt ja auch so Fotos immer wieder auf Twitter, guck mal, da wird ja hier alles gesponsert von der ganzen Industrie und dann fragt man sich ja, wie ist das mit der Lobbyarbeit und wie ist das alles eigentlich? Ja. Und ja, ich glaube, da fand ich es schon spannend, dass man einmal so die Medien zu zeigen und wie, so ein bisschen einfach hinter die Kulissen zu blicken und tatsächlich, also vieles bei mir ist ja auch irgendwie Back Office of War, dann gibt es halt die Backyard Diaries von den, mit den über die Katzen, das Leben der Straßenkatzen. Dann bin ich gerade dabei, noch eine andere Arbeit zu machen, die mit dem Arbeitstitel Business in the Back. Und ja, mir ist einfach so aufgefallen, so ja, vieles ist ja wirklich so, dass ich mir denke, ja, ich möchte hinter die Kulissen blicken und genau, bei den Parteitagen habe ich ja eben diese mediale Darstellung auch so ein bisschen hinterfragt, weil alles ja inszeniert ist, alles für ein schönes Bild am Ende, was einem vielleicht im Fernsehen kommt, oder das perfekte Bild und ich wollte das halt, ich wollte es zerstören, diese Perfektion und ich wollte halt was Neues, was anderes zeigen einfach. Ich hatte mal so Kabel. Ja. Entschuldigung, ja. Also ich hatte mal bei einem zum Beispiel Parteitag der Linken in Hannover irgendwelche Kabel fotografiert, die aus der Wand laufen und dann ja für die Übertragung oder so. Und ich glaube, da haben die Leute sich auch schon gedacht, so, hey, ist das denn ein Spion? Was macht der da? Der wird da alles sabotieren. Also es ist schon der Draht nach Moskau, glaub, oder was? Wenn man mich da fotografieren sieht, könnte man meinen, dass ich irgendwie bekloppt wäre. Ja. Ist das, du hast vorhin gesagt, dass Video nicht dein Medium ist. Könntest du dir vorstellen, auch sowas in kleinen Clips darzustellen? Weil bisher hatte ich das ja gesagt? Nur der Foto. Ja, du hast vorhin gesagt, für die Vermarktung hättest du Videos machen können und kämst dir dann lächerlich vor. Also für deine eigene Vermarktung. Ach so, ja, tatsächlich, also die Ausstellung in Hamburg läuft ja noch bis zum 5. In der Freelance und da gibt es auch ein Video und ich finde, es funktioniert anders, aber ich finde es super spannend auch tatsächlich. Könnte ich mir vorstellen, da was zu machen. Also da habe ich mich einfach an einen Ort gestellt, vor so einen Stand, wo eine, so, ja, man könnte sagen, eine Drohne oder beziehungsweise, das sind, glaube ich, so Drohnen, die dann, wie soll man sagen, die werden quasi geschossen wie, also Bazooka-mäßig abgeschossen. Okay. Dann kommen da Flügel raus. Und vielleicht können die auch so ein bisschen kreisen und dann, wenn sie das Ziel gefunden haben, da fliegen die rein. Also Kamikaze-Drohnen, aber so eine ganz spezielle Gattung. Die haben auch einen Namen, ich glaube von Rheinmetall und einer anderen, glaube ich, einer israelischen Firma zusammen werden die gebaut. Und da habe ich mich einfach davor gestellt, also man muss sich das auch vorstellen, also in der Mitte ist quasi ein riesen Bildschirm, wo da die ganze Zeit gezeigt wird, wo diese Drohne überall reinfliegt, in irgendwelche Autos, in so eine Puppe, die in der Wüste steht, die dann explodiert und es explodiert die ganze Zeit und die ganzen Geschäftsleute, also dann ist links unten die Drohne nochmal aufgestellt
Und auf der rechten Seite ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, was das ist, so ein Unterwasser, irgendwas war in so einem Bottich mit Wasser, wo auch so vier Männer stehen und die ganze Zeit damit da rumspielen. Und vorne dann laufen noch die ganzen Besucher vorbei an mir und ich stehe und bewege mich 4 Minuten lang, nicht so lange, wie dieser Clip geht. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, genau. Das hat, genau, das hat für mich eigentlich auch super funktioniert, nur muss man sich natürlich dann immer entscheiden, eher, ja, mache ich jetzt Fotos oder Videos, weil es dauert bei mir immer so, dass ich mich, allein wenn ich mit, ich habe ja vieles mit 50 mm fotografiert, weil das eigentlich ganz schön komprimiert und ich dann so diese Bilder machen kann, die ich so mir vorstelle. Auch wenn man etwas anonym zeigen will, dann funktioniert es auch super gut. Da hatte ich aber zum Beispiel anfangs einen 28 mm und da denkst du, ja, aber irgendwie ist es entweder zu weitwinklig jetzt oder bei dem 50er musst du ja dich immer für irgendwas entscheiden und du kannst nicht alles zeigen, aber das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man sich da eben auch irgendwelche Grenzen setzt und in diesen dann agiert und nicht alles zeigt. Oh, so casting-mäßig. Aber Video finde ich an sich schon spannend und ich glaube so, ich hatte mir auch immer so überlegt, ja, man könnte doch irgendwie so Dokus machen und so weiter, aber irgendwie bin ich bis jetzt doch bei der Fotografie geblieben. Aber da finde ich eben, habe ich die Möglichkeit, alles quasi auf den Punkt zu bringen in einem Bild, was man sofort sieht und lesen kann. Ja. Und das ist ja im Endeffekt, ist es ja quasi eine Sprache und damit kannst du kommunizieren dann auch im Internet mit allen möglichen Leuten, ohne dass du das noch übersetzen musst. Ja, Film ist, ich glaube, 100-mal mehr Arbeit, ne, als jetzt ein Foto zu machen. Ja, ich bin arbeitsscheu, glaube ich, hatte ich schon am Anfang gesagt. Genau. Hartz IV und das andere. Ne? Nee, ich hatte ja auch damals das Gedicht verfasst, jede Arbeit ist Versklavung. Wer das Gegenteil behauptet, hat keine Ahnung. Jede Arbeit ist konfus und deshalb geht die Welt Konkurs. Und ich glaube in der Tat, wenn man auf diesen Industriemessen ist, dann denkt man sich teilweise, ja, würdet ihr mal lieber nicht arbeiten, Leute, als das zu produzieren. Genau, nee, fand ich klasse. Eine Frage zum Schluss noch. Du sagtest am Anfang, hast für P&C so Modebilder gemacht. Wie würde, ich habe dann so gedacht, hätte er jetzt so gearbeitet wie Peter Lindberg, der hat ja auch Modefotografie gemacht, aber ganz anders halt. Ne? Also für Vogue, da inszenierte Welten mit Marsmännchen und da ging es ja gar nicht mehr um die Mode. Wäre das so ein Impuls, wo du sagen könntest, ich inszeniere mal etwas, also das, was du ja machst, sind ja sozusagen Momente, ne? Also mit Blitz sozusagen vollkommen aufgehellt. Würdest du auch sowas können oder würde dir das sowas liegen, dass du sagst, ich baue jetzt ein ganzes Set und baue sozusagen, muss ja nicht Mode sein, sondern sag mal irgendeinen Aspekt, der du hättest viele Millionen Euro und könntest da in Südafrika und was weiß ich da was ganz Tolles bauen. Wäre das sowas, was du durchdenken könntest und wäre das was für dich? Ja, schieb das Geld mal weg, dann wird es wahrscheinlich doch machen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Dass man sowas mal inszeniert. Ne? Könnte ja auch für Werbung oder sowas sein. Es gab ja mal so eine Zeit, wo echt viel Geld für sowas ausgegeben wurde. Wäre das denkbar für deine Arbeit? Du weißt ja, was der Peter Lindberg da so gemacht hat. Ne? Also nee, ich glaube, da wäre ich zu faul für. Wenn, na gut, nee, also ich glaube, das ist ja nicht das, was mir so Spaß macht. Meine Arbeit ja besteht ja eben darin, dass ich ja das, was von anderen inszeniert wurde, dann irgendwie nett gesagt hinterfrage und das ist ja das, was mir Spaß macht. Ich glaube, wenn ich selbst anfangen würde zu inszenieren, dann, also klar, sowas wie Toilet Paper Magazine oder so finde ich auch cool und
Wir hatten früher im Studium auch, also in der Küche damals in der WG, einiges inszeniert und auch so ein bisschen rumgespielt. Und aber in so einem, nee, ich glaube, das klingt alles so ein bisschen zu pompös. Nee, sehr schön. Also ich fand's klasse, mit dir zu quatschen, wie entspannt du das erzählen kannst. Du schaust und beobachtest und siehst vollkommen absurde Parallelwelten und ja, hast trotzdem so dein Stil gefunden. Auch wenn man die anderen Bilder in dem Magazin sieht. Ich glaube, du hast jetzt gerade Lauterbach porträtiert oder andere Geschichten. Da sieht man plötzlich immer noch so ein Augenzwinkern vom Nikita da durch. Man muss jetzt gar nicht auf Credits gucken, sondern man sieht auch, da war wie er wieder am Werk. Ne? Und das finde ich irgendwie so, dass sich das so ein bisschen ne, den muss man ja nicht anonymisieren. Aber solche Geschichten, das ist doch auch eine schöne Sache, ne? Dass man darauf zurückgreifen kann. Fotos werden einfach immer gebraucht. Ne? Und das ist ja sozusagen auch dein Credo so ein bisschen. Ne? Also da können jetzt, Medien brauchen Bilder. Ne? Und wird dich sozusagen noch eine ganze Weile weitertragen. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man einfach selbst auch den Antrieb hat und ich glaube, jetzt als Beispiel so Aufträge mit Politikerbildern ist natürlich immer total schwierig, weil man kaum Zeit hat und die Politiker haben dann meistens noch irgendwie Pressesprecher dabei und die passen dann auf, dass da nichts Doofes irgendwie bei rumkommt und auf Symbolik wird ja auch unglaublich geachtet, die wollen sich nicht lächerlich machen und deswegen ist das für mich natürlich, ich sage da natürlich gerne zu und ich muss es mir natürlich auch immer selbst nochmal sagen, dass es schon sehr, also dass ich ja mich schon auch als privilegiert ja betrachten kann, dass ich diese tollen Jobs machen kann auch und damit halt Geld verdienen, ne, wenn ich an die Zeit in diesem Studio denke, ne, mit den Klamotten, aber da mussten wir immer 50 Teile am Tag schaffen und ich habe das selten, glaube ich, hinbekommen und genau, aber zum Beispiel beim Lauterbach, den hatte ich ja mittlerweile dreimal fotografiert, einmal mit einem Hanflolli, einmal mit Tischtennis und einmal mit Sido. Und ich glaube, beim zweiten Mal dachte ich schon so, ja, ich weiß nicht, ob der jetzt vielleicht sauer ist mit diesem, weil mit dem Hanflolli war, fand der Mann am Ende vielleicht auch nicht so toll. Aber wir haben die, es hieß dann, okay, die Bilder werden einfach nicht weitergegeben. Und dann ist gut. Dann wollte auch, glaube ich, die Bild-Zeitung die Bilder nutzen. Auf der Bild-Zeitung habe ich eigentlich schon mehrfach abgesagt. Aber naja, egal. Auf jeden Fall, beim zweiten Mal, da ging es nämlich darum, dass Herr Lauterbach jetzt ein Jahr im Amt ist. Und es sollte irgendwie gefeiert werden, dachte ich. Und habe dann so einen Luftballon gekauft mit einer 1. Und richtig noch mit Helium gefüllt ist und habe das dann so vorgeschlagen. Dann hat er gesagt, können wir machen. Der Pressesprecher meinte, nee, lass mal, weil es sterben immer noch Leute an Covid und ist kein Spaß. Ach so. Ich gesagt, scheiße. Und dann hat man noch die Idee, weil er wohl Tischtennis gerne spielt und immer wieder übt. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Lauterbach, vielleicht können Sie halt einfach den Ball hier hochhalten. Und dann habe ich die Assistentin gebeten, andere Bälle noch hochzuschmeißen. Und dann hat er gemeint, wieso andere Bälle? Ich meinte so, ja, dann sieht ja so aus, als ob sie so multitasking-fähig sind. Fand er gut. Und dann, das zeige ich auch gerne immer am Ende, wenn ich so einen Vortrag halte, dann zeige ich am Ende auch das Bild, weil was er quasi, womit er dann nicht mehr gerechnet hat, war das Bild, also ich habe das noch nicht gepostet, weil ich dachte ja, vielleicht könnte es dann auch von ganz rechten Kräften missbraucht werden. Aber auf dem Bild sieht man auf jeden Fall ihn, wie er den Ball hochhält. Dann hat er noch einen Anzug, so ein Polunder in Gelb oder so ein Pullover da drunter, glaube ich, in Gelb. Und der Ball ist gelb und der Ball ist genau auf der Höhe seiner Nase. Oh.
Und ich glaube, das sind solche Augenblicke, die ich so als unperfekte Augenblicke bezeichne, aber die eigentlich super spannend sind. Und ja, war schön. Auch danke für die Einladung. Sehr schön. Ja, gerne, gerne. Also, ne, guck mal auf die Sachen von Nikita. Ich setze das auf den Blog. Da kannst du sicher noch den einen oder anderen Link noch reinwerfen, wo du sonst noch zu finden bist. Die aktuelle Ausstellung in Hamburg läuft, glaube ich, noch ein paar Tage, hast du gerade gesagt. Ist dann noch was in Kürze anderswo noch? Ja, kannst du schon was ankündigen? Ich kann dir sagen, es wird ein Festival und Ausstellung in Luxemburg geben. Mhm. Ey, müsste ich nochmal sagen können, wann, ne? Anfang Mai. Kannst du mir gleich schicken. Ich glaube am 10. Mai oder so. Ich will jetzt auch nichts Falsches ankündigen. Ich glaube, es ist ein Samstag. Ja. Genau, es ist ein Samstag und da gibt es eine Ausstellung und einen Talk. Und dann gibt es in Paris, glaube ich, noch Anfang oder bei Paris auch bei einem Food-Festival. Ja, und ansonsten schauen wir mal. Sehr schön. Klasse. Ja, habe mich echt gefreut, dass du dabei warst. Schaut in den Blog, klickt mal rein, was Nikita sonst noch zu bieten hat. Wir könnten noch sicher noch viel länger quatschen. Also ich habe mir noch viele Punkte ausgesucht. Ja, ich hätte gerne noch ein paar Sachen erzählt, aber naja. Ja, hau raus. Beim nächsten Mal. Nee, sag ruhig noch. Ich glaube, wir sind schon ganz gut, das schon so ganz gut zum Ende hin durchgeführt. Sozusagen durchgeführt. Und es gibt ja, ich glaube, zu jeder Arbeit kann ich irgendwas erzählen am Ende. Nee, und das sind ja so verschiedene Welten, in die man eintaucht und sich dann damit auch intensiv beschäftigt und die Missstände irgendwie versucht aufzudecken. Cool. Ja, da kann man immer wieder darauf hinweisen. Ne? Also du stehst dafür und nächste Woche, wie gesagt, haben wir den Wolfgang Zurbrunn zu Gast. Da werde ich hinweisen, dass wir gerade das Gespräch geführt haben. Ja, grüßen mal von mir. Ja, gerne, gerne. Okay, dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Nikita. Jo, bis dann. Ciao, ciao.